Moin Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben bestes Wetter und befinden uns vor Karls Erlebnisdorf, da hinten seht ihr das, in Elztal. Man muss das ja dazu sagen, weil es gibt ja mittlerweile 3000 davon, gefühlt. Wir sind heute hier eingeladen zur Eröffnung eines neuen Themenbereichs, beziehungsweise zur Erweiterung eines bestehenden Themenbereichs, denn die Karls Wetterwelt, die bestand schon bei unserem letzten Besuch, als wir hier waren. Heute wird aber Karls Wetterwelt Teil 2 eröffnet. Das ist also der Bereich, der letztes Mal hinter dem Disco-Coaster war. Wer den Vlog noch nicht gesehen hat, der kann gerne mal hier oben reinschalten. Da gibt es 3 neue Fahrattraktionen, Spielattraktionen, neues Restaurant und so weiter. Und wir schauen uns das heute mal an. Wie gesagt, wir wurden da eingeladen. Es gibt wahrscheinlich sehr viel Programm und wir gucken einfach mal, was auf uns zukommt heute. Mhm. Gut, dann gehen wir mal rein da, ne? Ja, wir sind jetzt im Park drin. Der Eintritt ist ja hier kostenlos. Also wenn ihr hier seid, ihr könnt auch nur hier hinkommen und ein bisschen gucken, wenn ihr nichts fahren wollt oder so. Ihr könnt hier shoppen gehen. Also ihr kommt gratis in den Park rein, könnt hier verweilen. Wir haben uns jetzt hier schon mal angemeldet. Und wer ist da jetzt gerade gekommen? Erdbeere. Ich glaube, Carla und Karlchen heißen sie. Voll süß, die beiden. So eine kleine Erdbeere in Plüsch und ein Erdbeerbär. Der Erdbär. Haben jetzt hier unsere Lanyards bekommen. Du auch. Dann werden wir jetzt gleich zusammen in diese neue Wetterwelt gehen. Part 1 war halt dieser Disco-Coaster, den ihr hier schon seht. Den sind wir bei unserem letzten Besuch schon gefahren. Und dahinter hat man jetzt eben den Bereich erweitert. Ich glaube, das gibt jetzt ein richtig schlimmiges Bild. Gehen wir jetzt erstmal rein da. Wetterwelt Teil 2. Und dieser Teil hat es wirklich in sich. Insgesamt 8 neue Attraktionen. Und natürlich mit den 3 Highlight-Attraktionen. Einmal die Wäschespinne, dann unseren Panorama Custom Coaster, die Poggys Wolken Express. Und dann natürlich unsere Riesenschaukel, den Wetterumschwung. Und jetzt wollen wir das einmal feierlich eröffnen, den Bereich. Wie macht man das? Mit einem schönen Band, das wir durchschneiden wollen. Karlchen, Carla, darf ich auch nochmal um eure Unterstützung bitten. 3, 2, Juhu! 1. War richtig cool irgendwie. Haben mit so einem Band durchgeschnitten. Feuerwerk, also so ein Tagfeuerwerk mit bunte Wolken. Ja. Und jetzt verteilen sich die Leute hier auf die paar Attraktionen. Wir probieren das alles mal aus. Wie gesagt, ihr seht schon, eine neue Achterbahn gibt's. Dann da hinten die große Schaukel und hier noch ein Kettenkarussell. Schauen wir mal, wo wir anfangen. Ja. Erstmal anschauen und dann den normalen.
wir kommen aus Puggis Wolkenexpress. Die neue Achterbahn hier, ein SPF Visa Monorail Coaster. Ich kann einmal über den kompletten Bereich, kann man auch schon mal schön oben drüber gucken. Also Monorail Coaster trifft es eigentlich schon ganz gut. Sie wird an der Stelle, wo sie jetzt gerade ist, auch einmal relativ flott. Wird dann halt dadurch, dass es wieder hochgeht, ein bisschen ausgebremst, aber es passt halt perfekt. Und der Park hat halt auch noch eine große Achterbahn drüben. Die sind wir letztes Mal auch schon gefahren, werden wir heute sicherlich auch nochmal fahren. Und es gibt ja jetzt auch neuerdings auch noch einen Wacky Worm hier. Der wurde auch erst dieses Jahr eröffnet. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen um. Wir machen das jetzt mal ganz in Ruhe. Es gibt ja Erdbeeren bei Karls. Ja, gratis. Die waren auch schön im Eis drin. Das ist geil einfach. Dann mal einen guten, bevor wir gleich weiterfahren. Ne? Wir müssen ja jetzt erstmal hier auch gestärkt werden. Das hätte jetzt auch noch irgendwie gezuckerte Erdbeeren mit Vanillesoße und was weiß ich alles gegeben. Wir gucken uns gleich auch das Restaurant mal noch ein bisschen näher an. Ist relativ groß tatsächlich sogar und gibt ganz viel Hähnchen. Schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Jetzt werden wir uns erstmal hier in die Wäschespinne begeben. Ein Kettenkarussell, was aussieht wie eine Wäschespinne. Da oben mit den Klamotten, die da dran gehangen wurden und jetzt hier schön im Kreis geschleudert werden. Hier ist der Eingang. Im Karls ist es so, dass eben die Eingänge immer meist durch solche Gebäude neben so Kassenhäuschen her verlaufen. Eben weil der Parkeintritt hier kostenlos ist. Und wenn ihr was fahren wollt, dann zahlt ihr das einzeln. Oder ihr kauft euch am Eingang eben so ein Wristband, dann könnt ihr alles fahren. Oder ihr habt eine Jahreskarte, dann könnt ihr auch alles fahren. Die Achterbahn würde, glaube ich, 3,50 Euro regulär kosten. Und die Wäschespinne auch. Eine Tageskarte für alles, wenn ihr die hier kauft, 20 Euro. Jahreskarte 35 Euro. Gut, dann schmeißen wir uns mal rein da. Man kann sich sogar aussuchen, ob man in Einzel- oder Doppelsitz sitzen will. Die Doppelsitze sind die äußeren. Da dürfen die Kinder dann auch mit dem Erwachsenen in Begleitung fahren. Ja, ein Einzelsitz muss so groß sein. Einer Attraktion fehlt noch in dem Bereich. Der Wetterumschwung steht noch hinter uns. Das ist eine Schaukel von Art Engineering. Gibt es auch in anderen Parks. Wir sind aber sowas bisher noch nicht gefahren. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Fahrt. Du auch? Ja, die Testfahrt sah schon sehr schwungvoll aus. Schauen wir mal, wie schwungvoll das wird. Ja, denkt man gar nicht irgendwie so. Ihr habt hier quasi die Winterseite und da drüben die Sommerseite. Wir gucken uns das gleich nochmal von außen an, dann kann man das besser beschreiben. Das ist richtig geil. Das war echt gut gemacht auf der Wartebereich, richtig schön. Mit richtig 1000 cool. Bildern an der Wand, mit Texten, die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr da wartet. Dann habt ihr einen Raum, der ist wie so eine Schule thematisiert, wo ihr dann Wetterschule kriegt, ihr die Aggregatzustände erklärt. Teilweise auch mit sehr viel Sitz. Wie man es halt von Karls kennt, ne? Dieser Fahrgeschäftstyp macht richtig Spaß. Es gibt ja schon ein paar Parks, die das Ding schon gebaut haben. Darunter zum Beispiel der Potzpark in Minden oder das Phantasiana in Strassweichen in Österreich. Ein richtig cooles Fahrgeschäft. Also das ist auch sowas, was ich mir in vielen anderen Parks gut vorstellen kann. Super sanft. Also ihr merkt da nicht ein Ruckeln, ein Lager oder sowas. Es ist wirklich, als würdet ihr da durch die Luft irgendwie gleiten und es ist richtig, richtig, richtig cool. Hier hat sogar jemand eine Sanderdbeere gebaut.
Ach, das ist ja cool. Wir sind jetzt im Shop vorübergehend freundlich, wo eben auch der Ausgang von Wetterumschwung und der Achterbahn durchgehen. Das ist irgendwie alles immer so süß gestaltet. Ne? Mhm. Also allein, dass ihr hier so kleine Miniaturen habt und sonst aber auch diesen Merch halt thematisch total passend habt. Allein der Name passt halt schon. Das ist einfach alles total cool und süß dargestellt. Ich finde halt sowas hier allein schon total cool, wie dieser Wind jetzt hier gegen diese Windräder bläst, die man hier kaufen kann. Windräder halt auch der perfekte Merch quasi. Ja. Sonnenhüte. Dann habt ihr da hinten Badehosen mit so einem Effekt, wenn ins Wasser geht, ist da Motiv drauf, wenn nicht, dann nicht. Es ist alles irgendwie sehr cool und süß gemacht. Und hier in diesem Gebäude ist dann auch der Kassenbereich vom Wetterumschwung, also von der Schaukel, wo ihr dann eben auch euer Fahrpreis zahlt oder eure Jahreskarte vorzeigt oder was auch immer. Ja. Zum großen Wetterhahn, so heißt das Restaurant, hier in dem neuen Themenbereich. Name ist Programm, hier gibt es eben Hähnchen, soweit das Auge reicht. Weißt du schon, so was es an Hähnchen alles gibt? Es gibt Chicken Wings, Filetstückchen, dann gibt es glaube ich auch ein halbes Hähnchen. Broiler. Chicken Wings mit Panade, wenn ich das richtig sehe. Und dazu gibt es halt immer so Beilagen, Salat, Coleslaw-Salat sehe ich, Pommes. Das riecht auf jeden Fall auch gut. Ja, riecht gut und bei Karls schmeckt es eigentlich auch immer ganz ja, gut. Ja, das sieht auch gut aus. Das ist halt hier oben so typisch Karls hier mit diesen Buchstaben und so Sachen so alt mit neu gemischt. Und dann gucken da oben irgendwelche Hühnerfüße aus dem Kästen raus, wo die Bildschirme drin sind. Und was ich richtig cool finde, ist das hier. Die haben mal eben den Hahn getoastet hier. Und das Geilste ist, was jetzt kommt. Boom, einfach auf den Teller. Ja, sehr cool und wie gesagt auch die Sitzplätze mit den Lampen, das hat total Stil irgendwie. Ja, macht auf jeden Fall was her. Wir haben übrigens auch Hunger, werden aber gleich vermutlich in dieses andere Restaurant gehen, vorne im Haupthaus, weil das fanden wir letztes Mal so richtig geil und Sarah hat da schon seit Wochen Bock drauf. Und dementsprechend müssen wir da auch hin. Wir verlassen den Bereich jetzt quasi durch den Haupteingang. Wir sind ja quasi gerade hinten rumgekommen, aber hier, das ist jetzt quasi mehr oder weniger der Haupteingang in die Wetterwelt. Unter diesem geilen Disco-Coaster drunter her, der auch wirklich gut aussieht und jetzt hier eben dieses Eingangsportal für die Wetterwelt bietet. Hi. Hi. Na, was musstest du zahlen? 15 Euro. Wow, da bin ich aber deutlich teurer dabei. Du hast ja auch 10 Kilo Kartoffeln. Man zahlt hier nämlich sein Essen nach Gewicht. Was hast du denn gezahlt? 21. Aber 15 ist dafür doch eigentlich ziemlich gut. Ja. Also passt auf, wie viel Kartoffelgratin ihr nehmt. Du hast schon übertrieben. Ja, aber ich habe ja Hunger. Ich muss jetzt Frühstück und Mittagessen nachholen. Sarah, wie war das Essen? Lecker. Das ist sehr schön. Mir hat es auch gemundet. Jetzt werden wir was besuchen, was wir noch nicht, also was letztes Mal, wo wir hier waren, schon gab, aber wir nicht besucht haben. Weil es zu war. Ganz genau. Das sind nicht diese beiden Fahrgeschäfte, die haben wir nämlich gefahren, wenn euch das interessiert. Guckt da einfach mal, wie gesagt, in das andere Video rein. Die waren auch ganz cool, aber das sind eher so kleinere Fahrgeschäfte, die lassen wir jetzt mal weg. Wir waren aber nicht in der Eiswelt. Die würden wir jetzt mal mitnehmen. Ne? Hier kriegt man leider noch so Kittel angezogen und dann geht man durch eine Welt aus Eis. Anziehen, anziehen. Steht dir. Jetzt geht's los. Okay, ich setze das auf. Thank you.
Boah, ey, langsam wird es aber auch sehr frisch hier drin. Alter, das ist mit Kurve und richtig hoch. Sarah ist schon bis voll weit gerutscht. Wie weit soll ich denn jetzt rutschen? Oh. Hoppla! Hoppla! Auch mit dem Teppich, ne? Ohne Teppich rutscht man gar nicht. Vor allem das ist auch alles Eis jetzt, ne? Ja, hier drin ist alles irgendwie so nach Märchen thematisiert. Hier zum Beispiel die sieben Zwerge. Küss den Frosch habe ich gerade gesehen. Bibi und Tina, das Märchen, man kennt es. Die bauen nämlich hier einen Bibi und Tina Freizeitpark direkt nebenan noch. Also noch einen zweiten Freizeitpark, der sich eben diesem Thema widmet. Da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein. Und jetzt gehen wir wieder raus hier. Langsam wird es wirklich, wirklich, wirklich frisch. Vor allem, weil wir kurze Hose und T-Shirt anhaben und dadurch die Arme und Beine frei sind. Ich glaube, die aufwendigste gestaltete Wacky-Wurm, den ich jemals gesehen habe, das ist der Eingang. Wir gehen jetzt mal hier rein und dann werdet ihr auch den größten Wartebereich für einen Wacky-Wurm, glaube ich, sehen. Danke. Ja, dann lauf mal ein bisschen. Das ist krass. Aber klar, es gibt ja auch Tage, das rappelvoll. Die werden diesen Wartebereich hier nicht ohne Grund gebaut haben. Mittlerweile gibt es die Erdbeerraupenbahn, der glaube ich in fast jedem Karls. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind nicht ganz alle. Ist halt so typischer SPF dieser Wacky Worm. Nur, dass der hier eben nicht durch einen Apfel fährt, sondern durch eine riesige, gigantische Erdbeere. Und was die ja auch gut machen, die thematisieren das Ganze noch. Und du siehst zum Beispiel nicht, dass die Bahn auf einer Sohle oder so steht, weil die das alles hier quasi mit diesem Rindenmulch vergraben haben. Und dadurch, ja, wirkt selbst so ein Wurm total hochwertig. Das zeigt, mit wie viel relativ einfachen Mitteln man eigentlich sowas ansprechend gestalten kann. Und ich wünschte, das würden mehr Parks so machen. Aber naja, die haben ja wirklich alles. Also die haben ja auch noch eine große Achterbahn hier. Das ist, glaube ich, so der Karls Vorzeigepark hier in Elztal. Ich bin aber mal gespannt. Die wollen sich ja erweitern. Und es geht sicherlich noch sehr weit hinaus. Jetzt fahren wir erstmal hier eine Runde Raupenbahn. War das jetzt irgendwie krasser, wenn man durch eine Erdbeere statt einen Apfel fährt? Also war zumindest schöner, ne? Die Bahn an sich war irgendwie ein bisschen träge. Vielleicht einfach auch, damit es nicht so weh tut oder so in die Kurven. Kann natürlich sein. Aber hübsch sieht's aus. Ja, allein dieser Garten, den man hier angelegt hat, nur für diese Bahn. Und noch dieses andere Fahrgeschäft da drüben, weil die teilen sich auch hier so ein bisschen dieses Gebäude. Aber es passt so gut hier rein. Und wenn du jetzt hier rüber guckst, du siehst da eine Achterbahn. Du siehst jetzt hier hinter dem Haus, aus der Achterbahn hast du das gerade richtig gut gesehen. Auch eine Achterbahn, wie sich das langsam echt zu so einem großen Freizeitpark hier entwickelt. Aber mit einem bisschen anderen Konzept, weil wie gesagt, ihr könnt immer noch alles einzeln bezahlen. Also ihr könnt auch einfach nur ein bisschen Zeit hier verbringen. Und dass dieses Konzept erfolgreich ist, das sieht man ja aktuell. Thank you.
frisch gestärkt geht's jetzt auf die größte Achterbahn des Parks, K2. Ein ABC Rides Coaster. Wir gehen gerade übrigens zickzack, falls ihr euch wundert, im Wartebereich. Und nehmen euch da jetzt auch mal eine Runde mit. Sehr schön gestaltet auf jeden Fall und auch im Außenbereich sieht das Ganze richtig gut aus. War wieder richtig cool. Man muss auch gar nicht lange warten. Also wir jetzt zumindest nicht. Wir haben jetzt, weiß nicht, 10 Minütchen oder so gewartet. Richtig, richtig cool. Super schnell. Ja, die dafür, ist echt schnell. Dafür, dass du auch nur mit so einem Gurt angeschnallt bist. Ist auch richtig hoch. Das ist einfach wirklich eine richtige, echte Familienachterbahn. Die super Spaß haben, so richtig verschlungenes Layout, wo sogar auch Airtime-Momente drin sind, die auch gar nicht schlecht sind. Dark Red Part, der auch richtig gut ist mit einem Drop im Dunkeln. Einfach eine richtig gute Bahn. Also bin ich mal gespannt, ob in Zukunft vielleicht auch andere Erlebnisdörfer noch so eine große Achterbahn kriegen, die halt auch nicht nur ein Wurm ist oder nicht nur irgendwie ungebänkte Kurven hat oder so, sondern wirklich auch mal so wie diese Bahn so richtig mit Speed über die Strecke fährt. Sehr cooles Ding, auch sehr beliebt und ja, hat Spaß gemacht. Ja, richtig auch cool. Von der Fahrzeit auch richtig heftig. 3 Minuten fährt das Ding. Da ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du eine Einzelfahrt machst, kostet die Bahn 5 Euro. Aber ich glaube, die lohnen sich dann schon. Ich glaube, hier macht auch kaum einer eine Einzelfahrt. Nee. Der Eintrittspreis ist hier so günstig. Genau. Also diese Einzelfahrten, das ist wirklich, wenn du hier hinkommst, wirklich nur eine Fahrt machen möchtest, okay. Aber selbst wenn du alle Achterbahnen einmal fahren möchtest, lohnt sich ja fast schon dieses Wristband. Dementsprechend, ich denke mal, die meisten holen sich das dann auch. Wir haben aber jetzt gerade sehr, sehr freundlich vom Park Jahreskarten erhalten. Haben die uns gesponsort. Ja, die haben uns dann auch gerade hier gesehen, der Erik, der ja auch großer Achterbahn- und Freizeitpark-Fan und sowas ist, der arbeitet halt hier und der hatte gerade gesehen, wie wir unser Pressedings da vorgezeigt haben und hat dann gesagt, ja, wo kommt denn noch in die anderen Karts? Und dann hat er uns halt so eine Jahreskarte gegeben, was sehr cool ist. Normalerweise ja. Kostet die 35 Euro, ne? Ja, was also auch super günstig ist für eine Jahreskarte, der in alle Erlebnisdörfer reinkommt. Also in Röbershagen, bei Lübeck, genau, Richtung Hansapark da oben ist noch eins. Dann ist auf, wie heißt das, Rügen? Ist das Rügen? Ja. Da ist noch eins. Ja, und da kommen halt auch bald die neuen, ne? Döbeln kriegt jetzt eins, dann das alte fränkische Wunderland wird zu einem Karls. Ja. Dann der Zentrum
Zentropark Oberhausen wird zu einem Karls demnächst. In Niedersachsen macht ein neues Karls auch noch bald auf. Und 35 Euro ist schon krass. Ihr kommt überall gratis rein, kriegt noch Rabatt. Ihr kriegt bei Plopsa Rabatt mit der Karte. Ihr kriegt hier auf den Retail Rabatt und ihr kriegt auch auf, ich glaube, Heißgetränke 50% sogar. Also das ist schon ziemlich cool und ihr könnt auch im Internet nochmal gucken. Da stehen alle Vorteile, die ihr mit der Jahreskarte quasi habt. Aber da auch nochmal großen Dank an Karls, dass wir die jetzt halt hier so unverhofft bekommen haben. Geöffnet, ne? Ja, ganzjährig, auch im Winter. Also wenn ihr hier mal im Winter seid, zu den Berliner Weihnachtsmärkten, dann lohnt sich auch ein Abstecher. Genau. Müsst halt gucken, wenn es zu kalt ist, macht die Bahn erstmal nicht auf, aber selbst bei uns war es wirklich arschkalt damals und die haben die Bahn und auch den Disco-Coaster zum Laufen gekriegt damals. Also die geben sich da schon Mühe, dass das hier alles konstant läuft. Dann schauen wir mal uns ein bisschen weiter um. Es gibt tatsächlich auch noch zwei weitere Achterbahnen, mit denen wir beiden aber leider vermutlich nicht fahren können. Da müssen wir uns das gleich auf jeden Fall mal angucken. Trotzdem super interessant, weil es halt auch für Familien wieder was richtig Cooles ist. Wir machen gerade ein bisschen Pause. Ja. Im Schatten. Hier ist so eine Palme, die spendet uns Schatten. Ich muss noch was appreciaten. Es gibt hier Vio in Rot, spritzig. Ich bin ja eigentlich kein Vio-Fan, ne? Weil die meisten verkaufen grün Medium. Ich kannte spritzig bis gerade eben nicht und bin ein Fan davon. Alle Parks sollten Vio spritzig holen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass Karls die nur hat, weil das rot ist, wegen Erdbeeren. Aber ich finde es gut, dass sie sich für spritzig entschieden haben, weil ich stehe eigentlich auf Wasser mit ein bisschen mehr Kohlensäure. Ja. Wenn wir so das streamen zu Hause, haue ich da auch immer die halbe Flasche rein. Kann ich bezeugen. K2 sind wir gerade gefahren und jetzt stehen wir vor Knollys Mini K2, ein Duelling Coaster. Ja, wer schneller tritt, der gewinnt. Ja, tritt ist nämlich das Stichwort. Hier sind die Eltern quasi der Antrieb für den Lift. Super witzig. Zwei Kinderachterbahnen, die ihr auch counten könnt bei Coaster Count, wenn ihr unter 1,30 Meter seid. Denn das ist die Maximalhöhe für diese Bahn. Mindestens 80 cm, maximal 130 cm. Wir sind jetzt nicht die so Ultra-Counter, dass wir jetzt hier irgendwie weinen müssen, dass wir das nicht fahren können. Das ist auch so ein Achterbahnmodell. Das habe ich jetzt schon des Öfteren auch mal bei TikTok oder so gesehen. Ich glaube fast, du kannst die Dinger irgendwo in einem Online-Shop kaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist, glaube ich, so. Und dieses Achterbahnmodell steht tatsächlich jetzt in allen Karls-Erlebnisdörfern, die es gibt. Also, wenn ihr in eins fahrt, einen Count gibt es auf jeden Fall. Zumindest für eure Kinder unter 1,30 Meter. Aber total witzig irgendwie. Ja. Die Eltern strampeln sich da einen ab, damit die Kinder Spaß haben können. Läuft von selbst quasi. Die Doppelanlage, die gibt es jetzt hier so auch nur in Elztal, weil das eben einer der meistbesuchten Karls ist. In den anderen sind das alles Einzelanlagen, also da gibt es immer nur eine von den beiden. So, wir haben jetzt schon ein paar Stunden später. Heute Abend ist hier Sommerfest. 17 Uhr ging das los und wir mussten gerade auch noch mal uns ein bisschen im Indoor-Bereich aufhalten hier, weil die jetzt hier draußen so ein bisschen umgebaut, geputzt haben und so weiter. Und jetzt gleich gibt es hier mit DJs und so weiter noch so ein Sommerfest. Bis 22 Uhr heute hat das Ganze geöffnet. Ich glaube, das wird ganz cool. Da hinten ist schon ein Luftballonmann. Was muss man alter einen Luftballonmann verstehen? Natürlich ein Mann aus Luftballons und nicht ein Mann, der Luftballons kauft. Wenn ihr eine Jahreskarte oder ein Wristband habt, dann könnt ihr die hier scannen. Sonst müsst ihr euch hier so Erlebnistaler holen. Dann könnt ihr Nordicstadt fahren. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank eine Jahreskarte. Dementsprechend können wir die jetzt gleich hier scannen und dann kann Sarah eine Runde fahren. Ich glaube, du hast sie jetzt automatisch gerade schon gescannt. Du musst nur noch ziehen. Ah! Alter! Oh. Da hat man mal eine Welle in den Rücken. Oh ja. Wir sind zurück in der Wetterwelt. Wir werden jetzt mal hier mit dem riesigen fliegenden Regenschirm fahren. Das haben wir heute noch nicht gemacht. Und deswegen werden wir uns da jetzt mal reinbegeben. Dieses ganze Sommerfest ist abgetrennt vom Rest. Das heißt, alle, die jetzt heute Abend noch mehr rein wollen, müssen quasi separates Ticket haben, in dem jetzt auch die Fahrgeschäfte schon inklusiert sind. Das heißt, hier müsst ihr jetzt nicht mehr irgendwas vorhalten, sondern das Kreuz ist auf und ihr könnt einfach fahren. Wuhu! Wenn du in der Disco mit DJ bist, dann muss man nicht heulen.
Also wenn ihr mal im Park Asterix wart, total enttäuscht von eurer kurzen Disco-Coaster-Fahrt seid, dann kommt ihr hier hin, fahrt mit dem fliegenden Regenschirm und ihr könnt fast 5 Minuten Disco-Coaster fahren. Ja, und vor allem ist euch schlecht wird. Vor allem ist der Park richtig schön gefüllt. Du hast überall so kleine Bühnen jetzt zu dieser Fete hier. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ist cool, wenn du so hier drüber fliegst, mitten durch den Park mit dieser Scheibe, mit Vollspeed. Ja. Das hat schon was. Ihr hört, in der Wetterwelt hier geht es jetzt mittlerweile richtig ab. Ich glaube, der vollste Bereich im Park aktuell. Da hinten, da gibt es auf jeden Fall Cocktails. Da könnt ihr euch hier vor das Restaurant schön hinsetzen. Und, was ich vorhin auch gar nicht gesagt habe, die haben hier die Zugstrecke nämlich ein bisschen verlängert. Die ist früher ja quasi da hinten noch lange gefahren, weil der Park ist ja jetzt auch ein bisschen größer geworden hier. Geht jetzt hier durch diesen neuen Bereich durch. Verläuft da aber sehr offen, wie so eine Straßenbahn so ein bisschen. Auch finde ich eigentlich ganz cool sogar. Früher ging der Park quasi nur bis hier. Das war der alte Park, jetzt hast du halt doch den neuen Teil. Hier steht auch drauf, was es alles so gibt hier. Ganz viele Programmpunkte. Es gibt auch noch eine Silent Disco. Da gibt es noch einen Sarah Twister. Das musst du ja am besten wissen, was das ist. Ja. Wir schauen uns das mal an hier. Wir werden mal nicht gezielt anlaufen, würde ich sagen. Aber wir gucken mal, was wir so sehen und was wir euch zeigen können. Ist auf jeden Fall schon eine ganz geile Atmosphäre irgendwie hier, finde ich. Ja, ist ganz chillig, ne? Hier sind aber auch so kleine Stände aufgebaut. Hier an dem einen gibt es Currywurst und Nudeln. Currywurst kostet, glaube ich, 6,50 €. Die Nudeln 8,50 €. Mit Bolognese-Soße. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Sarah möchte gleich, glaube ich, mal in diesen Chicken-Laden von der neuen Wetterwelt gucken, was da so gibt. Dementsprechend hat sie sich jetzt nichts hier geholt. Wir gehen aber gleich mal rüber und schauen da mal. Sieht gut aus, Sarah. Ja. Schmeckt auch gut. Das Getränk habe ich gerade noch von drüben geholt, aber ich glaube, das gibt es auch hier, ne? Ja, aber im Glas. Ja. Was genau hattest du da jetzt? So Chicken Fingers oder so. Hähnchenfiletstücke paniert mit Pommes und Coleslaw-Salat. Und war richtig gut. Pommes waren frisch und kross. Hähnchen war perfekt, was ich da auch probiert. War ein bisschen spicy, aber selbst für mich nicht zu viel. Richtig gut. Hat gekostet? 14 Euro. Also, ich habe schon vorhin gesagt, es ist so eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse. Ich jetzt vielleicht da dran, jetzt ist es gut geschmeckt, die Atmosphäre ist cool so. Aber ich finde es schon ganz gut für den Preis, also qualitätstechnisch. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch Nachtisch bei Sarah. Ja, eine Eiswaffe, ne? Da waren die Pommes drin. Ja. Ich mag solche Atmosphären. Ich habe es auch damals geliebt, wenn das Toverland oder das Phantasialand im Sommer lange aufgehabt hat. Das ist halt nochmal geiler als im Winter, wenn du im T-Shirt so draußen rumrennen kannst. Einfach nur cool. Wir werden jetzt hier nochmal mit dem Wetterumschwung fahren. Diese Art Engineering Schaukel schmeißen uns da mal rein. Das ist cool. Ja, das ist mega. Macht richtig Spaß, die Dinger. Hier auf dem Kanal immer so ganz normal. Alles, was nicht über Kopf geht oder so, ist direkt erstmal kacke. Aber Leute, das ist ein Familienpark. Hier gehen vorrangig Kinder hin mit ihren Eltern. Das ist perfekt dafür. Also das ist nicht zu krass und es macht richtig, richtig Spaß, wirklich. Weil du teilweise Momente hast, die sind schon so, denkst du von außen, sieht gar nichts aus. Macht richtig Bock, das Ding. Unglaublich, wie die Bahn hier über diese Strecke ballert im ersten Teil. Das ist echt mega schnell da. Richtig krass für so einen Park. In der Mitte wird sie einmal fast komplett abgebremst, also bis sie steht. Und dann fährt sie halt extra langsameren zweiten Teil. Aber macht Bock und ist qualitativ wirklich krank. Also der Dark Ride-Bereich, alles, das ganze Gebäude drumherum. Ich glaube, es gibt wenige Attraktionen in Deutschland. Gut, man muss jetzt mal so Phantasialand Europa-Park ausnehmen, die so krass thematisiert sind, glaube ich. Also das ist, wenn du da genau hinguckst, das ist schon heftig. Es gibt so eine Sache,
die Sarah mit mir seit 100 Jahren machen möchte. Und das ist Stockbrot. Die fährt da drauf voll ab. Das war meiner, der Kleine. Ich will nicht so viel, ich habe schon gegessen. Und jetzt brennt sie auch wieder richtig. Sarah sagt, das ist richtig geil. Das ist voll die Kindheitserinnerung. Ja. Im Toverland hast du das einfach da reingehalten und dann war es abgefallen. Nein, oder das war so, ein Marshmallow. Ne? Bei Brot muss man das machen, da kann man ein bisschen länger machen. Ich kann auch eine Story machen. Wir nicht. Wir hatten auch kein Zelt, wir hatten nur so eine Ferienfreizeit. Obwohl, da haben wir auch gezeltet. Wie lange macht man das? Ah, das geht noch. So sehen die Brote bei uns auch aus, wenn sie aus dem Backofen kommen. Ihr müsst wissen, wir haben einen sehr schnellen Backofen. Der ist unberechenbar. Sarah sagt, meins ist perfekt. Zumindest von außen sieht es gut aus. Willst du die hier oder die Vanille? Die Sahne waren schon lecker, ne? Sollen wir die noch einmal mitnehmen? Und das Geile ist, diese Sahnendinger, die sind so ein bisschen sauer in der Mitte. Ja, deswegen habe ich Bock, die mitzunehmen. Dann nehmen wir die mit. Und Sour Cream Popcorn probieren wir. Und mit diesem Einkauf endet dann auch unser Besuch hier in Karlserlebnisdorf Elztal 2023. Nach 12 Stunden, wohlgemerkt. Ja. Waren tatsächlich ultra lange hier. Aber es war ja auch ordentlich Programm geboten. Das stimmt, das war echt schön. Also wir hatten hier echt einen super tollen Tag. Haben zweimal lecker gegessen, sind ganz viel gefahren, konnten den neuen Bereich mit eröffnen. Wenn ihr irgendwie mal hier in der Nähe von Berlin seid, dann können wir auf jeden Fall das Karlserlebnisdorf in Elztal empfehlen. Ein anderes haben wir ja bis jetzt noch nicht gesehen, aber das werden wir ändern, weil wir haben ja auch netterweise von Karls eine Jahreskarte bestellt bekommen heute. Und die ist bis Juli nächsten Jahres gültig, also nicht nur für 2023. Ja. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall jetzt mal schaffen, zumindest mal nach Rübershagen. Genau, das ist dann der nächstgrößere, wo es dann auch große Fahrgeschäfte noch gibt, ja, und solche Sachen. Das werden wir aber mal in Angriff nehmen auf jeden Fall. Und generell, Karls ist einfach ein geiles Konzept, dass ihr halt kostenlos in diese Parks kommen könnt. Und preisig ist auch in Ordnung und jetzt merken die Leute auch. Und deswegen ist das Ding ja auch so gut besucht. Das ist natürlich auch praktisch. Theoretisch müssen die Eltern hier ja auch gar nichts zahlen, außer für die Kinder halt eben eine Tages- oder Jahreskarte. Außer die Eltern fahren jetzt auch gerne Fahrgeschäfte, aber die meisten bleiben ja doch eher draußen und müssen dann halt nicht den Eintritt bezahlen, so wie in den anderen Freizeitparks. Das ist ein Konzept, das ist ja in den skandinavischen Parks extrem verbreitet. Also ihr könnt hier hinkommen, ihr könnt da parken, kostenlos. Ihr könnt durch dieses Tor gehen, ihr könnt da reinmarschieren, ihr könnt einfach essen gehen, ja. Ihr könnt aber auch Karussell fahren, wenn ihr wollt. Das ist sehr viel, sehr durchdacht hier, ja. Und da können sich andere Parks in Deutschland auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ja, die neue Wetterwelt, auf jeden Fall richtig cool, ist ja. Der größte Themenbereich, der hier jetzt neu eröffnet wurde, generell die größte Neuheit, die in einem Karlserlebnisdorf jemals eröffnet wurde. Jetzt will ich auch gar nicht mehr so reden, weil gerade am Ende ist das, glaube ich, immer so ein bisschen, das zieht sich bei uns immer sehr, aber wir können das auf jeden Fall nur empfehlen und das sagen wir nicht, weil wir eingeladen wurden. Wir haben hier heute ganz viel auch selber bezahlt, das ganze Essen, die ganzen Getränke. Ich habe hinten 7 Flaschen Wasser. Es war super heiß heute im Rucksack. Wir waren ja auch schon mal hier und haben hier das Frisband gekauft. Also ja. So ist es ja nicht. Genau. Und wenn ihr wirklich noch mehr sehen wollt, wir haben uns ja wirklich auf den Außenbereich so ein bisschen fokussiert heute. Ja. Guckt auch das andere Video. Ich habe es euch am Anfang verlinkt. Das ist schon echt ein gutes Konzept, was die hier haben. Also ja. ich stehe da voll hinter und ich freue mich auch auf die nächsten Erlebnisdörfer, die dann auch bei uns in der Nähe auf jeden Fall bald kommen werden. Dann verabschieden wir uns hier aus Elztal und sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis denn dann. Ciao. Tschüss.